Weil. Oh. Oh, wait. Oh. Guter Spawn, guter Spawn. Weil ich verliere immer die, also in den letzten, weiß nicht, 2 Wochen oder sowas. Ich verliere halt super viele Follower. Also der Content muss halt anscheinend sehr viel schlechter werden. Oh wait, wie komme ich denn jetzt? Ich muss eigentlich, okay, ich trotzdem hier rum. Ist gut, Jody. Weil ich war jetzt schon zweimal auf 350 Follower und das droppt halt die ganze Zeit wieder runter. So, die verschwinden alle wieder. Jetzt weiß ich ja nicht, ob das ist, weil die Leute mir aktiv wieder entfollowen, weil sie sagen, so ein Bullshit gebe ich mir nicht. Oder ob Twitch einfach Leute, also Accounts, bannt. Ja. Das, ja, aber das müssten ja dann richtig viele sein. Das sind bestimmt, keine Ahnung, mittlerweile schon 10, 12. Die hier weniger sind, oh mein Gott. Warte mal, wo ist denn der Dude? Sehe ich ihn von hier überhaupt? Oh, da ist keiner dran. Wait, what? Okay. Ja, also ich bleibe erstmal. Vielen Dank, Spinbad. Ne, was ich meine. Habt ihr aktiv schon mal jemandem entfollowed? Was glauben wir, wie weit ist das? Go! Das hat sich aber komisch angehört. Ja, jo. Oha. Okay, ich bin anscheinend der Einzige, der das nicht wirklich macht. Komm. Oho! Komme ich denn jetzt am geschicktesten dahin? Brauchst du auch noch für Part 12? Ja, das habe ich mir nicht gedacht. Aber das muss nicht vorne den Raid sein, oder? Okay. Man das nicht. Auf Follow ich Leute rein, aber guck sie dann nur, weil der Content, den ich sehe, nur selten oder gar nicht. Und die Follow dann. Okay. Oh mein Gott, Luft anhalten. Hallo? Was ist das denn jetzt hier für ein Bug? Na, okay, also wir haben einen, wir haben uns auf dem Dach oben drauf. War da nicht was in Green Battles auch, die jetzt immer halbe Million kosten? Für Bitcoins. Für den Bitcoin-Barter bei Mechanic. Jo, also die AI ist auch wieder null broken. Gestern habe ich ihn zweimal AP in den Kopf geschossen. Er ist nicht gestorben. Oha. Oh mein Gott, hier ist genauso gefährlich. Ich muss warten, bis er wieder ins MG geht, sonst habe ich eigentlich keine Chance, hier irgendwo rauszupicken, weil ich ihn nicht sehe. Also normalerweise laufen die dann oft einfach da hinten rum, aber ich sehe ihn halt einfach nicht. Und solange er jetzt da irgendwo, ich hätte da 150 Meter stellen müssen, glaube ich. Okay. Warum ist das was? Kommt jetzt die Treppe hoch? Dann muss ich eine Tür hören. Oder er läuft unten rein. Ich glaube nicht, dass es der von oben ist. Da ist er.
Hier geht wieder ins MG, wir sind auf 150 Meter. Jetzt mach doch keinen Scheiß. Wow. Danke. So, jetzt müssen wir nur kurz gucken. Was haben wir hier noch so rumlaufen? Der Heck doch. Okay. Player. Er springt in das Fenster rein. Ich weiß natürlich jetzt nicht. Ist der schon reingesprungen? Ich möchte doch bitte nur. Laptop. Jetzt ein Skeff. Aber der hier links. Kann ich genau sagen, ist aber jetzt reingesprungen ist, vorbeigesprungen ist. Theoretisch müsste, der ist auch schon tot. Ja, der Rogue ist immer noch auf dem Dach. Fuck. Das ist jetzt leider richtig ungut. Hier vorne, vor der Halle läuft auch immer noch. Ich denke mal, das ist ein Scav. Ja, der ist gesprungen und eigentlich springt man auf der Seite, wenn man rein will. Dann springt man dieses Fenster unten, wo ich auch rein bin. Aber ich habe ihn halt nicht weiter vollsteppen gehört. Also hätte auch sein können, dass er einfach an dem Fenster vorbeigesprungen ist. Oder einen Jump nicht geschafft hat. Oder gar nicht rein wollte. Ich muss mit dem Laptop surviven, ne? Wo kann ich denn raus? Southern Road. Path to Shoreline. Also muss ich Path to Shoreline rauf. Wow. Ja, also wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, hier raus, da vorne hinzukommen. Road to Military. Achso, Car Extract vielleicht. Ich glaube, Probe habe ich dabei. Probe habe ich dabei. Sie müssen Player sein. Player oder Player Skiff. Wow. Stärke Elite. Jetzt? Mehr Bruchzwerge essen, ich glaube auch. So, wir haben jetzt da wirklich halt so ein a little bit of a problem. Wie komme ich jetzt hier raus? Also, ich könnte höchstens irgendwie versuchen, hinten rauszurennen, hoffen, dass der mich hier nicht tötet, der wahrscheinlich irgendwo jetzt außen rum gecircelt ist. Bei der Befehlung zu sehen, dass Leute da jetzt auch Unterhand werfen. Mal so selten. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass das geht.
Also manchmal habe ich echt das Gefühl, sind Leute so, wie, Unterhand, wait, what? Was ist eigentlich mit dem hier? Kann man den eigentlich von hier sehen? Könnte man auch. Aber dass da keiner gespawnt ist, das ist halt wirklich wild. Wir sind halt jetzt schon so lange in der Runde. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach warten, bis die ganzen Player-Scavs kommen und da gegenseitig die Rogues und alles töten. Ich wusste nicht, bis ich es hier gesehen habe. Siehst du? Ich glaube, viele wissen das gar nicht, tatsächlich. Ich habe das aber auch ewig nicht benutzt, ey. Ich war immer so, Nades, oh mein Gott, panisch irgendwie einfach nur irgendwo hinschmeißen. Ich finde, Nades schmeißt in Tarkov, das ist halt so richtig clunky, ne? Das ist, also wie oft ich meine, ihr wisst ja, wie ich meine Nades schmeiße, ne? Also ganz oft sind die einfach so ultra kacke. Und die gehen nicht ansatzweise dahin, wo ich sie hinhaben will. Das Problem dieser ganzen Sache ist auch, ne? Dass da vorne genau immer die ganzen Player-Skips reinkommen. Ich könnte jetzt hier hinten raus, darüber, da gucken, ob. Von einer in Nate gestorben? Klar. Da war einfach nicht so geil gemacht. Bei uns siebenmal kein Sound, aber man sieht nicht, ja. Es. True, true. Ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach mal hier raus. Gucken, was hier vorne im Busch auf uns wartet. Und versuchen dann vorne irgendwie an der Mauer dahin zu kommen. Aha. Hallo du. Hallo du. I heard you. Ich glaube, Report ist raus, Leute. Also ich muss jetzt nur hier aufpassen. Ich glaube, ich hoffe, der sitzt einfach am MG. Dann ist das wahrscheinlich den ich auch gehört habe, hinten, der rumgesprungen ist, da an der Seite. Der wollte dann hier rumpushen. Und ist dann in meine Nate gelaufen, netterweise. Versuchen es jetzt einfach. Oh mein Gott. Hab mich erschreckt. Hallo Nini. Wie geht's dir, Nini? Der Rogue da oben, der dürfte uns eigentlich gar nicht wirklich gefährlich werden, weil der MMG genau in die andere Seite guckt, zur anderen Seite guckt. Der ist tot. Keine Ahnung, das war ich nicht. Aber ich habe den anderen, der müsste relativ safe sein. Ja, viel besser, du jetzt da bist. Ja. Ah, rechts Metal-Einschläge. Ich weiß gar nicht, es kann irgendwo, der kann hier überall rumliegen, oder? Okay. Oh, der ist genau da. Dieses eine Video, was ich gesehen habe dazu, hat genau gezeigt, dass er da ist. Okay, jetzt muss ich überlegen. Wo kann ich raus? Path the Shoreline? Ich muss Path the Shoreline raus. Das heißt, ich muss jetzt einmal komplett hier vorne lang latschen.
Mir geht's super, Nini. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Komm ich hier irgendwo? Ich könnte hier raus, ne? Für die Schleimpur verlange ich ein Schneckenimmun. Es gibt sogar eins. Anzeige ist raus. Das gibt eine Anzeige. Okay. Wait, ich kann hier vorne drüber, ne? Ja. Ah, geil, es gibt sogar ein noch krankeres Schneckenimmun. So, jetzt, please, please, niemand, der hier campt. Angst. Bist mal wieder ohne 70 bei uns. Aha. Bist du etwa am Handy wieder? Oder bitte nicht schubsen, wie geht's dir? Mir geht's gut. Aber dir geht's auch gut. Wir versuchen uns gerade an dieser neuen Questreihe. War keine Absicht, ist mir eben aber dann auch so ein bisschen aufgefallen, als ich in den Spiegel geguckt habe. Ich müsste mich natürlich noch, ich kann das in-game machen und nochmal umziehen. Josef, wenn er wieder die Lobby wollte. Hallo, was soll das denn heißen? Ich schleiche hier vorwärts. Wait, warte mal, wo kommt man denn hier raus? Oh. Oh. Wer hat's gehört? Ich's gehört. Mein Gott, wenn hier jetzt einer campt, Leute. Wenn hier jetzt einer campt. Hier sitzt safe irgendwo so ein Skeff-Spieler oder sowas. Skeff-Spieler, irgend so ein Dude mit einem Reap, Thermal. Der irgendwo an einem fiesen Engel sitzt. Das war ein komischer Sprung. Wir sind jetzt mit Paar, was ist das, Leute? Paar 3? Ich glaube, wir haben Paar 3 gerade fertig gemacht. Hey, Josef, der Seemann. Ja, wir ändern das jetzt gleich immer. Jetzt geht Papier. Okay, also habe ich Part 3 fertig. Okay. Spoilern, wie meinst du spoilern? Boss, Mama, Mamba, Denver, Bad Boy. Ich weiß immer so ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht, was kommt denn. Wann muss man die ganzen Scavs töten? Don't do it, lass ins Messer laufen. Okay, danke. Viel Spaß mit Part 4. Was geht? Wir laufen die Raids. Part 8. Part 8, okay. Ich will jetzt nicht jinxen, aber die letzten Raids waren ganz okay. Tatsächlich. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Gerade auf Lighthouse. So, warte mal, wer wollte das Ding? Hi, Westy. Part 4 ist halt so easy. Weiß nicht, was ihr habt.
Good luck mit Part 4. Wir sehen uns dann morgen zu Part 5. Jetzt in die Box gepackt. Okay. Ja, okay.